Jo, servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Garagengedöns. In der heutigen Folge kümmern wir uns um den Seilzug, mit dem wir den Vortrieb von unserem schwebenden Motorrad betätigen. Ach, herrlich Leute, richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's endlich weiter am Hoverbike. Und damit wir die Riemenspanner auf beiden Seiten vom Hoverbike nicht mit der Hand betätigen müssten, habe ich wieder mal wunderschöne Sachen eingekauft und das Päckchen öffnen wir heute einfach mal mit der Leiter. Ja, und das hat schon mal besser funktioniert als gedacht. Im Päckchen selbst sind Umlenkrollen natürlich kugelgelagert, dann ein Drahtseil 2 mm dick mit Vinylbeschichtung und jede Menge Zubehör, um das Drahtseil zu befestigen. Bevor wir gleich in die Vollen gehen und alles ranballern, erstmal kurz testen, ob das genauso funktioniert, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Hier kommt dann später wieder das Bremspedal ran und wenn man das tritt, wird es ein Gaspedal, denn es zieht hinten hoch und damit unseren Seilzug und den Vortrieb, der dann eingekoppelt wird. Deswegen Draht halbieren und ranballern. Perfekt, damit wäre das schon mal dran, funktioniert auch schon mal richtig geil. Damit man aber von vorne wirklich ziehen kann, brauchen wir jetzt einen Winkel, um die erste Umlenkrolle rechts und links zu befestigen. Dafür geht's erstmal wieder in die Katakomben der Werkstatt, um Winkel abzuchecken. Die hier passen richtig gut, deswegen alles anzeichnen, Körner und Hammer holen, Löcher ankörnen und dann an der Standbohrmaschine reinballern. Richtig geil. Jetzt, da die Löcher drin sind, können wir die Umlenkrollen montieren. Hierzu benutzen wir auf jeden Fall Sicherungsmuttern, damit hier nichts mehr von alleine aufgehen kann. Das wäre nämlich richtig verheerend, nicht nur weil unser Vortrieb dann nicht mehr funktioniert, sondern auch weil es die ganzen Kleinteile einfach in die Radialgebläse einsaugt und die dann durch den Raum schießen. Ja, und apropos schießen, genau das werden wir jetzt tun. Wir schießen nämlich die Nieten ins Material, dafür Kompressor an, alles herrichten, Löcher rein und ab geht's. Jawollo, damit wäre der hintere Teil vom Mechanismus schon mal fertig. Was natürlich noch fehlt, sind die ganzen anderen Umlenkrollen. Deswegen ballern wir die jetzt ans Hoverbike. Sehr geil. Jetzt noch kurz alles mit dem Schnipptrick aufräumen, weil es einfach schneller geht. Schnipp und fertig und gönnt euch mal das Ergebnis. Einwand, Frillo, wie der Fachmann sagt, würde ich mal sagen. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal richtig gut. In der nächsten Folge kümmern wir uns ums Gaspedal, damit man das Ganze auch noch mit dem Fuß steuern kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao!